So, hier bin ich nochmal mit einer gelöschten Szene. Und diesmal geht's um Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Genau, wir haben hier alle gelöschten Szenen aus dem Film. Für euch werde ich die anschauen und mit euch beurteilen, bewerten, wie ihr sie nehmen wollt. Meine Bewertung wird ganz anders als eure Bewertung sein. Deswegen, falls ihr die Szenen seht, dann schreibt doch unten in den Kommentaren auch eure Bewertung. Wir wissen, ihr seid nicht die größten gelöschte Szenen-Fans, also die Aufrufe von den letzten Videos zeigen es uns. Aber trotzdem, ist mir auch egal. Ich mache das, weil ich es gern mache. Deswegen will ich es auch fertig machen. Aber falls es zwischen euch ein, zwei gibt, die das gern sehen und gern anschauen und auch meine Meinung gern hören, dann lasst ein Like da. Und abonniert uns. Auf jeden Fall starten wir mit den gelöschten Szenen. What are those? They're for the order. So many on the run, keeps them connected with the rest of us. No, they're not alone. Come on, Dad. Mom's got them ready. So, bevor ich die Videos für euch bewerte, bevor ich meine Meinung auch gebe, normalerweise, ihr wisst, Servo ist auch dabei, aber sie wird die nächsten Parts nicht dabei sein können, aber sie wird auch ihre Benotung trotzdem dazu schreiben, gell? Nicht vergessen. Ich werde nur noch meine Meinung dazu geben. Und zu der Szene ist meine Meinung ganz klar. Die Szene ist nicht nötig gewesen im Film, hat auch nicht einen großen Mehrwert. Ja, das mit dem Radio, das Ron versteht, ja, Radio. Aber ich finde, das hätte auch anders verstehen können und auch, dass man das uns offen gelassen hat im Film, fand ich auch gut so, wie es ist. Die Szene ist mir zu sehr so, ja. Er muss das mit dem Radio sehen, weil das Radio wird irgendwann im Film vorbeikommen. Deswegen, von da das sieht. Muss nicht sein. Und deswegen sage ich eine 2. I have lived in this house for 20 years. And now in a single night I'm expected to leave. They'll torture you. They think for a moment you know where I'm going, they'll stop at nothing. Do you think I don't know what they're capable of? You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. So, jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Szene. Wie ihr wisst, Petunia und Harry, das ist so eine Hassliebe, mehr Hass als Liebe, aber die besteht. Ist ja die Tante von Harry, ja, wie wir das alle auch wissen und so. Nur finde ich, die Szene hätte so im Film dabei sein müssen wie keine andere. Das ist so eine Top-Szene. Vor allem die Aussage, dass Petunia wirklich sagt, denkst du nur, du hast deine Mutter verloren? Da sieht man aus Petunia auch die Schauspielerin an Respekt von mir wirklich an sie. Sie zeigt auch, sie ist eine Hexe, sie ist eine Ratte, sie ist giftig, aber dort drin ist auch ein Herz und das siehst du in der kleinen Szene. Vielleicht will ich es gesehen haben, aber ich sehe es meiner Meinung nach schon. Und auch Harrys Blick sagt auch viel so geschockt, what the fuck, was läuft denn hier? Und ich muss einfach sagen, die Szene hätte dabei sein müssen, eine Szene. This isn't just goodbye, boy, is it? This is farewell. I don't understand. Isn't he coming with us? Who? Harry. Absolutely not. Why? Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. No. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? Come on, Dudley, we're off.
I don't think you're a waste of space. Thanks. See you, Big D. Jo, auch der Abschied von Dudley und Harry ist eine 10 von 10. Ich diskutiere auch da mit niemandem drüber. Ist für mich eine fette 10. Weil hier sieht man wirklich, was Dudley denkt, fühlt, dass Dudley das Ganze auch anders sieht. Dudley wurde so erzogen, aber Dudley ist ja von Grund aus nicht böse. Und hier sieht man, dass Vernon Grund aus böse ist. Also das komplettiert das Bild an und für sich. Und ne, eine 10. Also ich finde, da muss ich nicht mehr groß was sagen. Ist eine 10 von 10, mit egal, was man dazu sagen kann. Es ist eine gute Szene. Man fühlt mit, dass Dudley da seinen Cousin, also seinen Cousin, wirklich verabschieden tut. Und für ihn ist es kein Abschied. Man wird sich wiedersehen. Das spürt man auch aus ihm raus. Bei Vernon ist es so, ja, ich freue mich, dass du weg bist, Filmer. Der Dreckskerl. Also zu der Szene muss man sagen, hier sieht man, dass die Leute unsere Leute hier verfolgen. Das wird hier nochmal ein bisschen gezeigt, mehr ins Detail gezeigt. Aber ich glaube, das wäre eh eine Szene gewesen mit dem Hintergrund Musik, Szenen verknüpft, irgendwie sowas, weil mehr wäre dazu eh nicht drin. Sag ich eine 4, wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen und ist auch zum Glück nicht dabei. Morning. Ron, it's me. Harry! Blimey. Forgot what you look like. Where's Hermione? She's gone down to the courtrooms. With Umbridge. I understand, Captain, but I can't be a party to that. Magic. I understand Mary's coming in for questioning today. Try to have faith. If there's anything that Molly and I can do to help... Don't tell me. It's raining in Yaxley's office again. Tell him to try an umbrella. Arthur. You know you're being tracked, don't you? Is that a threat, Uncle? No. It's a fact. They're watching you. Also zu der Szene ist auch so eine Sache, ich glaube, ein Teil davon war sogar im Film dabei. Ich muss einfach sagen, ich finde so, wie es im Film war, gut. Das ergänzt ein, zwei Sachen, aber jo, jetzt groß würde ich da nicht sagen. Ich sag eine 4. So where do we go next? Well, Dumbledore had a theory that the Horcruxes wouldn't be made out of random objects. And they wouldn't be hidden randomly either. We know of 3 so far. The ring, which according to Dumbledore belonged to Tom's grandfather, the diary, which obviously belonged to Tom himself, and then this, which again, according to Dumbledore, belonged to Tom's mother. It scares me a bit, that. Thinking it's a piece of... No, don't say it.
It's taboo, you know whose name. That's how they track people now. How do you know that? I overheard some bloke at the ministry talking about it. Tea? Is that it? Yep. I know. I felt that too. It ticking or something. Like it's got a heart. Like it's alive. I hate it. It's like he's here with us. That's why we're gonna kill it. Also zu der Szene muss ich einfach sowas kurz erwähnen. Ich find's halt immer geil, wenn sie grübeln, etwas rausfinden wollen. Deswegen stehe ich auf solche Szenen. Und das ist genau die Szene, die wir im Film mehr und mehr sehen dürfen. Hätten auch sehen sollen, aber leider es nicht dazu kam. Ich muss einfach sagen, die Szene, wo sie grübeln, Sachen herausfinden wollen, Überlegungen machen, ist die Szene, wo sie auch mit den Zuschauern ein bisschen reden. Halt in dem Sinn so, hey, das und das und das. Und so Refreshes habe ich gern. Deswegen kann ich dazu eine 8 geben, auf jeden Fall. Ja, die Szene kennen wir eigentlich aus dem Film. Hier wurde sie ein bisschen erweitert, bis ins Detail, noch ein, zwei Sachen. Ich muss jetzt einfach sagen, so wie es ist, so wie es im Film ist, gefällt es mir und die Szene erweitert braucht es eigentlich nicht. Deswegen sage ich eine 2. The flatter the better. Try that. Right. Lean back a bit, get quite low. Flick the wrist. Whoa. Oh, you're really good at it. Yeah. So what, kind of like that? No. Get down. And just this arm back and then. It's good. So what kind of like? We're getting there, we're getting there. Oh, that's not bad, 3. Right. Try and get a bit lower. Just flick the wrist. Yeah, that's it. Also zu der letzten Szene kann ich noch sowas sagen. Wir sehen das Steinwerfen, glaube ich, schon auch aus dem Film.
Ich habe voll diese Extended Cuts immer wieder angeschaut, wo alles verknüpft war. Deswegen kann ich es gerade nicht unterscheiden. Aber die Szene ist eine 10 von 10. Aber die war schon im Film, einfach ein bisschen gecuttet, laut meiner Erinnerung. Aber falls nicht, sage ich mal so. Jede Szene von Hermine und Ron, finde ich, müssen im Film dabei sein. Weil die Liebe von denen wird einfach zu wenig gezeigt. Das könnte noch mehr gezeigt werden. Auch genau gleich bei Harry und Ginny. Aber zu der Szene 10 von 10. Auch sieht man Harry am Schluss mit dem Spiegel. Was auch eine ganz wichtige Szene ist, meiner Meinung nach. Ja, das waren die Szenen, wo ich jetzt gefunden habe, angeschaut habe und für euch bewertet habe. Was sind eure Meinungen zu den Szenen? Was findet ihr wichtiger, was unwichtiger? Schreibt doch alles mal in die Kommentare. Und wie findet ihr meine Bewertung? Und Sevo hat, wie gesagt, auch ihre Bewertungen dazu geschrieben. Ihr seht auch den Unterschied. Ich weiß es nicht, sie wird das Video als letztes anschauen. Aber ja, das war's. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!